Wir waren auch schon mal vor, liebe Gäste, Experimente, die schief laufen, sind eigentlich immer die spannendsten. Womit fangen wir an, Flo? Wir würden etwas falsch machen, wenn wir nicht mit dem großen Thema Wissen anfangen würden. Wir haben, wie ihr wisst, alle das ein oder andere Wissensformat im Fernsehen auch gemacht. Die Shari ist dann noch ganz fleißig und weiß sowieso alles. Als ich ihr vorgestellt habe, was für Experimente ich heute mitbringen möchte, hat sie gesagt, kenne ich. Finde ich gut, kenne ich aber auch. Darf ich die Erklärung wissen, dafür abliefern? Ja, natürlich, aber bitte. Weil ihr bei Togo alles bei uns abgeguckt habt. Nee, umgekehrt. Das stimmt nicht. Das im Ballon starten. Richtig. Das ist die Lösung. Der Mann weiß, wie es geht. Sehr gut, ja genau, absolut. Ist nicht so, man kommt nicht so schnell drauf, richtig. Genau, Mick hat keinen USB-Anschluss, höre ich gerade. Daran liegt es. Aha, guck mal hier. Guck mal. Ah, ich liebe Meisterschaft haben, habe ich natürlich ein sogenanntes EM-Quiz 2016 mitgebracht. Dafür brauche ich... Macht das schon mal warm. Aber süßes Kind. Hallo! Das ist der Spieler, der oben nicht weiß, was er unten macht, aber trotzdem viele Tore schießt. Thomas Müller. Richtig! So sehen Sieger aus. Schalalala. So sehen Sieger aus. Schalalala. Oh, ich freue mich. Das erinnert mich ein bisschen an Köln im Februar, Charlie.